Hallo zusammen und herzlich willkommen. Mein Name ist Helma von Stempeluniversum. Herzlich willkommen bei dem dritten Projekt. Das ist das Projekt von Gudrun und wir sind bei Tag 4. Ich habe von der lieben Janina Post bekommen und das werde ich jetzt öffnen, um zu schauen, was da drin ist. Regenbogen sehe ich gerade. Kühe. Ach so, das ist so eine Theaterkarte. Oh, okay. Sowas hatten wir bis jetzt auch noch nicht. Tütütütüt. Spannend. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Also das Tolle bei solchen Theaterkarten ist, dass sie natürlich in diesen Bereichen auch etwas haben und nicht so leer sind oder hier auch etwas haben. Und ich habe jetzt etwas im Kopf und ja, schau mal, dass ich Material herhole. Und Moment, ja, das wird ja mal spannend werden, wie ich das machen soll. Naja, wir gucken mal. Ich habe was im Kopf, mal gucken, ob das klappt. Ich komme sofort wieder. Bis gleich. So, willkommen zurück zu Gudruns Projekt. Also, das, was ich jetzt mache, ist, ich habe hier entspannte Momente, tropische Träume. Ich weiß noch nicht, was ich davon benutze. Ich habe einen Cutter, so eine Unterlage und Lineal als erstes vorbereitet und damit werde ich auch arbeiten. Und ich setze jetzt erstmal den Timer auf 15 Minuten. So, und das läuft. So. Also. Ich habe mir überlegt, wie soll ich das denn dann jetzt am besten machen? Ach so, man kann es auch rausnehmen. Haha. Ja, klar. Ist ja super. Ich habe noch nie so eine Karte gemacht, aber jetzt finde ich es ganz genial. So. Ich werde nämlich von unten, glaube ich, 2 cm, lass mich mal gucken, ja, von unten 2 cm und wie viel haben wir hier? 4,5, also auch 2 cm, dann ist das hier und ich werde hier so eine Linie machen. Und ich nehme das komplett mal raus. Und hier genauso. 2 cm von unten. Ah, von welcher Seite habe ich denn 2 cm genommen? Von der inneren. Und so, da werde ich jetzt einen Cut machen. So, jetzt muss ich allerdings mal schauen, dass ich hier irgendwo auch 2 cm mache. Einfach um zu gucken, ob die Linie gerade ist, die ich jetzt gerade gemacht habe.
Nee, ist die nämlich nicht, weil das ist nämlich wichtig. So. Und hier mache ich das auch. Oh, tut mir leid, ich bin ein bisschen krank. Deswegen bitte verzeiht mir, dass ich euch vielleicht ein bisschen anhuste. So. Genau. Und das wird jetzt, wie viel mache ich sie denn? 1 Zentimeter sein. Und dann noch ganz bisschen in die Richtung. Und nochmal. Na super, ich habe noch gar nicht angefangen und habe noch 11 Minuten. So. Und hier auf dieser Seite dann genauso. Ich habe das, was ich mache, irgendwo gesehen. Aber ich habe das selber nie gemacht. Ich habe so eine Theaterkarte insgesamt noch nie gemacht. So, ich werde jetzt einen Streifen machen. Der ist 1 Zentimeter. Das ist nicht gerade, Moment. Mich hier jetzt aber auch gerade, Moment. So, das kann ich gut halten. So. Und steck die hier durch. Diesen Zettel. So, das ist jetzt natürlich viel zu lang, aber das macht jetzt erstmal nichts, weil jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt. Moment. Super, alles vorbereitet, nur Memento nicht. Und jetzt weiß ich auch nicht, wo das ist. Deswegen werde ich hier Anthrazit nehmen. Ich hätte sogar Braun nehmen können. Ah, obwohl, ja, hätte ich machen können. Nee, jetzt habe ich keine Zeit, ist egal. Hier fliegt alles. So, und jetzt mache ich das mal ganz schnell, dass ich hier ein bisschen was so Hut. Kann ja diese Farbe haben. Mein Husten ist seit über einer Woche da und es geht einfach nicht weg. Das ist wirklich nervig. So, das Kleid
mache ich auch ein bisschen grau, weil die Dame jetzt grau ist. Und wo ist denn braun? Dann kann das Gelände so ein bisschen braun werden. Und was haben wir noch? Rotweinglas darf natürlich nicht fehlen. Ist jetzt natürlich sehr rot, aber macht ja nichts. So, jetzt brauche ich ein bisschen hier. Ich möchte das einfach nur so ein bisschen verschmieren. So, und die Haare machen wir auch ein bisschen brauner. Und ich weiß gar nicht, wie das aussieht, aber ich werde mal die neuen Blends ausprobieren und werde ihre Hände einfach mit Blends bearbeiten. So, braucht nur 5 Minuten. Okay. Und zwar möchte ich hier einfach mal so breitere Streifen machen. 1, 2, 3, 4. Und dies hier möchte ich natürlich abschneiden. Ich weiß gar nicht, ob ihr seht, was ich hier mache. So. Ich hoffe, dass das jetzt alles so passt, wie ich mir das vorgestellt habe. So, ich werde das jetzt, damit das nicht rausrutscht, einfach so ein Stoppding draus machen. Und von beiden Seiten einfach sowas bekleben. Es gibt mit Sicherheit für sowas auch bessere Methoden, aber die sind mir jetzt gerade auf die Schnelle nicht eingefallen. Noch 3 Minuten, super. So. Okay, und die Frau werde ich jetzt auch hier auf so eine auf die Reling aufkleben. So. Und wir gucken uns das mal an, wie das aussieht, wenn das
ich jetzt eigentlich vielleicht noch ein bisschen näher ranrücken sollen, aber die Frau von der Reling guckt sich die Dingens an und das da hinten auch. So, jetzt überlege ich gerade, ob ich noch was anderes mache. Aber Moment, was hatten wir hier? Das Fahrrad vielleicht? Ja, das Fahrrad könnte man. Nee, das lasse ich. Okay, also. Ich glaube, das lasse ich jetzt einfach mal stehen. Ich habe nur noch eine Minute. Und viel schafft man damit nicht. Genau. Ihr Lieben, das war Tag 4 von Gudrun. Und das geht alles jetzt an Yvonne und sie hat den Tag 5. Vergesst nicht, das ist dieses Jahr neu, dass wir einen Live-Chat haben, beziehungsweise also kein Live-Chat in dem Sinne, sondern wir sind während der Zeit der Ausstrahlung von diesem Video dabei. Und wenn du Lust hast, mit uns zu chatten, am Samstag ab 11 Uhr, nur während der Zeit dieser Ausstrahlung auch läuft, dann kannst du das natürlich gerne tun. Sonst bis bald mal wieder. Ciao, ciao.